Ja, gut und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilien Insight. Heute in einem sehr sportlichen Umfeld. Und zwar sind wir hier im Core Sport Club. Und Christian Beisel ist mit mir hier, unser alter Innenverteidiger. Und Christian, das ist quasi dein Reich hier. Das ist mein Reich hier, ja genau. Das ist mein zweites Zuhause. Und seit 2012 bin ich hier auch aktiv nach meiner quasi Fußballkarriere. Bist du Teilhaber hier, ne? Teilhaber bin ich, genau. Ja. Also einer der Chefs. Genau. Und wie darf ich mir das vorstellen? Also man muss sich einmal angucken, man sieht, du bist fit. Wie viele Liegestützen sind das am Tag? Ja, also in der Woche könnte man so ein bisschen auf 50 bis 80 kommen vielleicht mal, aber das ist schon unterschiedlich. Also jetzt, ich bin nicht mehr so im Training, ich mache nach Lust und Laune, bin ich hier aktiv und wenn es mir mal ein bisschen schlechter geht, dann bin ich ein bisschen mehr aktiv. Wenn es gut läuft, dann lasse ich es mir auch mal gut gehen und lasse die anderen hier trainieren. Ja, ihr macht hier, Privatleute kommen hierher. Wir sind hier in Darmstadt im Donnersbergring. Und ich habe gelesen, euch ist wichtig, die Leute auch zu kennen, die hierher kommen. Also ihr fragt nicht nur, wie die Leute heißen, sondern auch, was sie machen und so. Genau. Ja, also wir wollen die Leute natürlich erstmal kennenlernen, wollen sehen, wo stehen die Leute, wo müssen wir sie abholen, dass sie hier auch dann vom Training her einmal mithalten können und A oder B sich dann auch weiterentwickeln können. Also da helfen wir den Leuten, dass wir die wirklich an die Hand nehmen, versuchen den Leuten hier unser Denken ein bisschen beizubringen und zu gucken, dass die Leute da auch nach ein paar Wochen nicht hinten runterfallen und nicht irgendwie jetzt wie die neuen Vorsätze jetzt zum Beispiel, wenn sie wieder beginnen, nach einem Monat sagen, okay, das ist mir jetzt alles zu viel, ich höre jetzt wieder auf. Ja. Also wir wollen da schon mit den Leuten arbeiten und gucken, dass die wirklich das Ganze auch als Teil ihres Lebens so ein bisschen sehen und das Ganze dann auch dementsprechend leben. Und ja, das wollen wir versuchen zu unterstützen. Du warst zweimal beim SV Darmstadt 98, also hast zwei Zeiten gehabt von 2004 bis 2006 unter Bruno Labbadia und dann 2011 bis 2013. Das war ein bisschen bewegter, kommen wir ein bisschen noch zu. Mhm. Aber du warst immer Innenverteidiger, ganz selten mal auch defensives Mittelfeld gespielt. Ja. Wie war das damals? Ich meine, jetzt bist du quasi Fitnesscoach. Hast du damals, also wenn du, sei ehrlich, hast du damals schon so viel Wert drauf gelegt wie heute oder was würde der heutige Christian Beisel quasi über den damaligen, den Jüngeren sagen bezüglich Fitness und so? Ja, heute würde ich sagen, ich habe alles richtig gemacht. Also, nicht schlecht, okay, jetzt bin ich auf die Begründung gespannt. Ja, also nein, also ich meine, ich hatte viele Verletzungen, habe dadurch auch viel Reha-Training machen müssen, dürfen. Und habe da halt auch viele verschiedene Ansätze kennengelernt, wie man sich eigentlich fit halten sollte und auch wieder aus dem Negativen rauszukommen, um ein Niveau zu haben, wo man sagen kann, okay, da kannst du auch Leistung bringen. Und deswegen war es für mich eigentlich jetzt, wenn ich hier das Training sehe, nicht möglich, so ein Training nebenher zu machen. Also es war immer. Weil am Wochenende musste man fit sein, um beim Spiel alles rauszuhauen. Ja, das war natürlich der Fokus gewesen, dass man da einfach am Wochenende oder am Spieltag im Saft steht und das Ganze dann auch fußballerisch einfach auf den Platz bringen kann. Ja. Kommen wir nochmal zu deiner aktiven Zeit. Also die ersten zwei Jahre, das war unter einem jungen, aufstrebenden Trainer, Bruno Labbadia, 2004 bis 2006. Ich meine, jetzt etablierter Bundesliga-Trainer. Wie war er denn so als Trainer? Da war er ja auch noch nicht so weit weg von seinem Spielersein. Mhm. Krasser, erfolgreicher Stürmer, der einzige in Deutschland, der in beiden ersten Ligen dreistellig getroffen hat sogar. Wie war das? Wie hast du das in Erinnerung unter ihm? Ja, sehr positiv. Also ich habe sogar mehrere Erinnerungen an Bruno Labbadia. Es war einmal der schöne Zufall gewesen, dass wir ein Jugendturnier hatten bei meinem Heimatverein, bei der SGA. Da war er als er noch bei Bayern München gespielt hatte, ist er zu unserem Turnier gekommen und hat sich quasi hier als Stargast präsentiert. Genau, das kann man sagen, ja. Da war er da gewesen, da war ich noch ein kleiner Bub und hat ein Foto mit uns gemacht, das habe ich noch zu Hause. Und cool. Das war so meine erste Begegnung mit Bruno Labbadia. Meine zweite war dann mein erstes Zweitligaspiel damals, da hatte ich mit Waldhof Mannheim in Karlsruhe gespielt. Da hat er im Sturm gespielt und war mein erster Gegenspieler. Und? Hat er dich nass gemacht? Oder? Nee, wir hatten 1-1 gespielt, also das war hat er getroffen? Ausgegangen. Nee. Punkt für dich, Punkt war für okay, dich. Ja. Deswegen war ich auch sehr, sehr zufrieden danach. Ja. Ja. Das war die zweite Begegnung und die dritte war dann, als er dann in Darmstadt Trainer war und dann als ich in Eschborn war, mich angerufen hatte und gefragt hat, wie es aussieht. Das ist aber eine Ehre, dann, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich war schon aus der Perspektive sehr geehrt. Ja. Also es war schon ein guter Schritt. Klar, als Heiner freut mich natürlich auch, allgemein aus Darmstadt einen Anruf zu bekommen immer. Hast aber du ihm dann, das Foto dann auch mal gezeigt? Oder? Er hat mal drüber geredet, ja. Also, ja. Konnte er sich noch erinnern? Ja. 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 Nee, war echt. Also das war halt so der Anfang gewesen. Und klar, ich war damals ein junger Spieler. Hatte erstmal meine Erfahrung sammeln müssen. Wir hatten einen Kader, der eigentlich oben mitspielen sollte. Und war auch dann das erklärte Ziel später. Genau. Ja.
Und ja, er war auf jeden Fall ein Vorbild. Ich meine, wie du sagst, er war noch eigentlich aktiv, mehr oder weniger. Hat er bei euch mitgekickt? Hat immer mitgespielt eigentlich, ja. Also war auch echt immer ehrgeizig, immer vorne wegmarschiert, im Wald oder auf dem Platz. War immer der, wo man weiß, okay, der hat es wirklich drauf. Okay. Also das muss man schon sagen. Ja, davon konnte man halt echt eine Scheibe abschneiden immer. Also das war immer... Auch was seine Professionalität angeht. Ja, ja. Mhm. Auch als Trainer. Also deswegen, ich meine, wie gesagt, ich war ein junger Spieler, musste meine Erfahrung sammeln und klar hatte ich andere Spieler vor mir gehabt. Manchmal habe ich dann... Dennis Krasso zum Beispiel, genau. Ja. Hasan Wural und Timo Uster. Ja. Das waren so auf meiner Position die Spieler. Ja. Ja. Ja, genau, und da... Stichwort Professionalität, das war damals beim SV 98 noch eine ganz andere Sache als jetzt. Ihr habt 2-7 in Regensburg verloren, da hast du mit auf dem Platz gestanden. Oder eingewechselt, ja. Eingewechselt. Und danach hat sich das damalige Präsidium genötigt gefühlt, so eine Pressemitteilung rauszugeben. So nach dem Motto, ja, wir werden trotzdem hier nicht aufgeben und so weiter. Das hat der Labbadia damals als unheimlichen Affront aufgefasst, hat dann auch gesagt, ich werde hier niemals verlängern, ich mache noch bis Sommer. War das so der Bruch? Weil dann hat das mit dem Aufstieg auch nicht funktioniert. Ja, das heißt, also wie gesagt, ich war damals ein junger Spieler, habe das Ganze noch nicht so im Hintergrund mitverfolgen können, aber klar war das ein großer Bruch gewesen. Ich meine, wir hatten da richtig auf die Mütze bekommen in Regensburg und natürlich waren dann einige Fragen einfach im Raum gestanden, wie geht es weiter, auch mit dem Stadion damals war ja schon ein Thema gewesen. Und ja, klar wollten wir aufsteigen, aber es war jetzt... Weiß nicht, ob es genau daran gelegen hatte, aber klar, waren auch vielleicht andere Sachen im Hintergrund gelaufen. Weiß nicht, was der Trainer schon für Pläne hatte vielleicht oder der Verein allgemein. Ja, das war für mich damals nicht so einsichtig. Deswegen, klar, war es für mich einfach ein Riesenschlag. Ich meine, ich wurde eingewechselt, keine Ahnung, stand glaube ich schon 7-2 oder sowas sogar. Ich weiß nicht genau das Ergebnis, wie ich eingewechselt wurde, aber es war einfach so, dass man versucht hat, noch mit einem Abwehrspieler dann so ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Ja. Und ja, aber das war ja schon eine Schmach gewesen leider. Das war, ist noch in Köpfen, ja, glaube ich. Deine zweite Zeit bei den Lilien war dann 2011 bis 2013. Mhm. Da war Labbadia schon längst Geschichte. Wahrscheinlich schon irgendwie Leverkusen und HSV und sonst wen trainiert. Mhm. Aber da hast du eine sehr bewegte Zeit mitbekommen. Denn Kosta Runjajc hatte den Aufstieg in die dritte Liga geschafft. Mhm. Mit Jungs wie Yannick Stark und so. Und dann kamst du dazu für die dritte Liga. Mittlerweile auch gestandener Drittligaspieler. Ja. Und ja, dann ging es rund. Wir hatten zwei sehr durchwachsende Jahre gehabt. Ja. Also wir hatten erstmal in der ersten Saison schon ein bisschen Probleme, die Klasse zu halten. Das hat ja noch gereicht dann. Aber als Aufsteiger, das als ist Aufsteiger, ja noch vertretbar. Ne? Ja, ja. Also, genau, und dann war ja im zweiten Jahr dann der Fall gewesen, dass wir da dann eigentlich sportlich abgestiegen waren. Und genau, das war dann quasi auch mein Ende gewesen in Darmstadt leider. Das war das Halbjahr, wo erst Jürgen Seeberger, dann nach Runjajc kam und dann Dirk Schuster. Genau. Genau, aber da hast du leider keine große Rolle mehr gespielt. Genau, bei mir war dann, wie du gesagt hast, vorhin das Spiel in Münster, das letzte Spiel gewesen im Dezember. Und danach war dann Aytaç Sulu gekommen noch im Winter, genau. Und dann war er quasi dann auf meiner Position und hat dann... Ja, die Runde für mich zu Ende gespielt. Ja. Wie war das für dich? Also konntest du das nachvollziehen? Klar, in der Situation war es wahrscheinlich schwer, ne? Weil man möchte immer spielen, wenn so eine Kack-Hinrunde passiert ist, dann muss der Verein was tun. Ja. Wie kannst du dich noch an deine Gemütslage erinnern? War wahrscheinlich so zwischen Frust und Verständnis. Klar war es frustrierend. Ich meine, ich hatte damals eh so ein privates Tief gehabt mit meinem Vater, so ein bisschen eine Geschichte, wo ich eh zu kämpfen hatte und dann halt noch die sportliche Seite dann, die dazu kam, als ich dann gehört hatte, dass Aytaç im Gespräch war. War die auch damals schon ein Begriff? Ja, wir hatten ja in Heidenheim, als ich da gespielt hatte, schon ein Duell gehabt, als er in Aalen war und ich in Heidenheim, ist ja so das Derby da unten, dass wir da schon aufeinander getroffen sind und daher, und auch vorher, kennt man sich einfach. Und, und dann war mir auch klar, dass er spielen wird wahrscheinlich, wenn er jetzt geholt wird natürlich und da ich dann auf der Position sein könnte, war es dann für mich absehbar, dass es dann erstmal den Weg geht, klar. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben weiterhin, natürlich die Mannschaft zu unterstützen, wo es geht und Du bist doch jetzt nicht so der Stinkstiefel, glaube ich. Nee, also, gar nicht. Also ich habe es Aytaç gegönnt, gönnt es mir heute noch. Und das sind auch noch gute Freunde jetzt, freut mich auch sehr. Hat ja auch jetzt Geburtstag. Nochmal alles Gute. Glückwunsch, Glückwunsch. deswegen, also ich hatte ja einfach gehofft, dass wir wirklich die Klasse halten. Das war mein persönliches Ziel gewesen, nicht mit dem Abstieg irgendwie jetzt den Vertrag auslaufen zu lassen. Mhm. Ja, ging ja dann nochmal mit dem blauen Auge. Gerade so, auch nochmal gut, aber ja, nee, das war so mein... Meine letzte Station in Darmstadt gewesen dann, ja genau, das war dann der Ablauf, ja. Aber dann hast du quasi den Anfang noch trotzdem aus nächster Nähe mitbekommen, du warst immer noch Teil des Teams, hast eine Halbserie unter Dirk Schuster mittrainiert. Mhm. Jetzt du als harter Coach-Hund,
Ihr seid euch vielleicht in gewissen Dingen ähnlich. Bist du auch so ein Schleifer? Kannst du auch so ein Schleifer sein wie er? Ich glaube nicht ganz. Nee. Also ich bin da doch eher der andere Typ als Trainer, glaube ich. Also hier auch im Club. Ich meine, viele sagen, okay, bei mir ist das Training härter als bei anderen, aber ich halte das für ein Gerücht. Also das ist da schon. Ja, also man hört immer so viel, ne? Dass er viel Wert auf körperliche Konditionen legt, auf diese Schweineeinheiten ne? Im Trainingslager gerade. Kannst du ein Beispiel nennen, was war so eine Übung, Alter, wo du gedacht hast, ey, das gibt's doch nicht? Ja gut, da gab es, die Krafteinheiten mit ihm waren halt, hat auch mitgemacht, wo man auch sagen muss, also er ist wirklich fit. Also da muss man es auch erstmal auf ein Niveau begeben dann in seinen Übungen, die er da präsentiert hatte damals. Was ist das? Irgendwas mit Liegestütz? Ja, Liegestütz oder einfach nur die Haltung hier auf dem Po sitzen und Arme und Beine vom Boden oben halten. Ja, also so Geschichten sind dann sehr anstrengend bei ihm. Ja. Top fit schon mal so drei, vier Minuten dann gehalten oder sowas. Ja, das ist schon. Ja, und auf dem Platz hat man 16er Läufe gehabt zum Beispiel. Also was heißt das? Ein Teil der Mannschaft läuft vom 16er rüber zur anderen Seite, die andere macht in der Zeit eine Übung und das Ganze dann ja, staffelmäßig, also hin und her. Und in der Zeit, wo du dann läufst, hast du quasi die Pause, aktive Pause und ja, sowas. Also das ist dann auch so eine Schweineinheit eigentlich. Ja. Das ist noch ein bisschen in Erinnerung geblieben. Ja, zum Schluss vielleicht noch einen kleinen Ausblick. Was denkst du, gibt das sportlich jetzt zum Ende des Jahres 2018, das ja unfassbar bewegt war, schon wieder dieser Verein, wie wir auch schon häufiger auch in anderen Lilien Insight Interviews kam das raus, dieser Verein kann nur Drama. Ja, genau. Was glaubst du denn, was wird das? Ja, es wird wieder hoffentlich ein Happy End geben am Ende. Ja. Also das ist für mich das Wichtigste, dass wir die Zweitliga halten und jetzt einfach gucken, dass wir, jetzt in Ingolstadt war ja schon zumindest ein Punkt mitgenommen, wo man sagen muss. Ja, am Ende kann der wieder Gold wert sein. Genau, und ja, so müssen wir uns halt wie die Eichhörnchen-Taktik einfach. Jetzt steht das Spiel in Aue an. Ja. Was glaubst du? Die haben jetzt ja 5-0 gewonnen. Sehr heimstark, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Es war nie einfach in Aue Punkte mitzunehmen, deswegen wird es ein sehr schweres Spiel werden. Man muss halt gucken, vielleicht auch einfach einen dreckigen 1-0-Sieg einzufahren und das Ganze dann ja, so vielleicht dieses Jahr zu beenden. Ja. Das wäre so mit dem letzten Spiel dann noch. Ja, wäre auf jeden Fall gut, noch ein paar Punkte zu holen gegen auf jeden Fall. Aue und Paderborn. Ja. Ja, Christian, herzlichen Dank. Ich habe noch eine Lilien Insight-Tasse für dich. Cool, vielen Dank. Als kleines Geschenk und Erinnerung an unser Gespräch. Dankeschön, dass du mich hier so empfangen hast. Ja, schön, dass er da war. Ja, kriegt man gerade Bock, wirklich was zu machen. Also, das war ein gutes Vorbild. So muss es sein, ja. Also, dann danke dir. Alles Gute. Ja, das war's auch schon wieder für heute mit Lilien Insight. Vielen Dank fürs Zuschauen euch und kommt gut nach Aue. Ich habe auch vor, hinzufahren. Vielleicht sehen wir uns ja da. Wir sehen uns dann auch schon wieder nächste Woche vom Auswärtsspiel in Paderborn. Also bis dahin, gut und ciao. Euer Colin.